Jetzt kommen wir zu einer der beliebtesten Zierfischgruppen in der Aquaristik, nämlich die Salmler. Und die meisten von euch werden es wissen, Salmler kommen vor in Südamerika und in Afrika. Und wir stehen jetzt hier, also ich habe kaum afrikanische Salmler, die Kongos, die schwimmen hier bei uns, aber die Südamerikaner sind gängiger. Und auch da, Südamerika ist ein großer Kontinent, es könnte unterschiedlicher nicht sein. Auch da ist nicht nur weiches Wasser, wobei sehr, sehr viele der Gewässer dort, einfach weil die Flüsse, ja, du kannst ja mal was dazu erzählen. In Südamerika gibt es ja, es ist ja relativ groß und viele von diesen Flüssen kommen ja aus den Anden, die entspringen ja dort und dann fließen die quasi durch Südamerika, genau, Richtung Meer. Das sind ja dann meist solche härteres Wasser. Es gibt, je nachdem, wo der Fluss immer entspringt. Wenn der irgendwo im Regenwald, wenn der irgendwo im Regenwald durch Regenwasser sich zusammenträgt und er fließt halt durch nicht hartes Gestein oder durch Torfschichten verfaulte oder besser gesagt konservierte Pflanzen, Laub und sowas, das gibt ja alles Säure und Gerbstoffe ab, dass das Wasser auf der Reise dahin, das Regenwasser ist ja grundsätzlich schon härtefrei, natürlich dann noch extrem sauer wird und das bisschen Härte, was es vielleicht noch rauslöst, wird dann aber auch gleich wieder, also KH0 ist da eigentlich überhaupt gar kein Problem. Mhm. Da gibt es auch keinen Säuresturz. Gell? Nein, also diese Fische, also auch im Diskus und so, die leben bei KH0, das darf man nicht vergessen. Ja, KH0 und zum Teil extreme pH-Werte. Also ja, da gibt's ja Gewässer. Ganz, ganz niedrig. Und es gibt Fische, die können bei bis 3,9 runter, 4,5, da gehen die erstmal in Balz. Und es gibt aber wiederum auch in Südamerika Flüsse, die aus den Gebirgen kommen, die natürlich viel Gestein mitnehmen, also viel Härte lösen oder Härtebildner tragen. Und die kommen dann auf einmal im harten oder mittelharten Wasser vor. Ja. Und der Klassiker, was ist wirklich der Neon? Wolltest du jetzt auf den Neon eingehen? Ich wollte auf beide Neons eingehen. Okay, genau. Wir haben jetzt hier zwei Extreme. Wir schauen uns jetzt mal diese beiden Vertreter hier an und die kommen aus wirklich unterschiedlichen Gewässern vor. Wir haben hier einmal den Paraschairodon, früher hieß er Schairodon, jetzt heißt er auch Paraschairodon Inesi, das ist der Neon Salmler. Der normale Neon oder Neon Tetra? Der hat, Tetra und Salmler ist ja dasselbe, ja. Der hat einen halbroten Streifen, das ist eigentlich das markanteste Unterscheidungsmerkmal. Und dann haben wir den Paraschairodon Axelrodi, benannt nach dem Herbert Axelrod, der auch viel, viel später bestimmt wurde. Also diese beiden Fische haben miteinander eigentlich bis auf die Gattung nichts zu tun. Und die kommen aus völlig unterschiedlichen Gewässern vor. Wir haben hier einmal Rio Negro. Das ist wieder so ein Beispiel, was du gerade genannt hast. Absolutes Extrembeispiel. Ja, Paarung und Vermehrung geht ja auch nur bei pH 4 irgendwas. Ne? Mhm. Auch warmes Wasser zum Teil. Ja. Weil wenn das wirklich aus den Regenwäldern kommt, also ich meine, die Tropen sind natürlich immer warm. Ja. Und auch das Wasser, das Zuflusswasser ist, ja, wenn es ein bisschen höher entspringt, auch kühler, aber es wärmt sich natürlich extrem auf. Also der geht natürlich auch 28, ja, der hat gar keine Probleme mit. Gerade die langsam fließenden Flüsse, die dann halt auch schnell warm, oder flache Gewässer. Und weil du es gerade schon gesagt hast, der mag sogar warm, also man sollte den auch nicht zu kalt halten. Idealer Beifisch zum Beispiel für ein Diskusbecken, weil der kommt mit dem weichen, sauren und vor allen Dingen warmen Wasser gut klar. Ist ja, glaube ich, es gibt keinen klassischen Beifisch als den für Diskus. Ja, Rotkopfsalmler würde ich noch sagen. Rotkopfsalmler, ja, der geht auch. Genau das gleiche Beispiel. Ne? Ja, genau. Und auf der anderen Seite haben wir, also beim Ständler-Diskus ist es natürlich, hatten wir gerade schon gesagt, etwas anders. Bei Wildfang-Diskus wäre das Wasser eigentlich genau dasselbe. Ebenso wie Altumskalar. Das ist ja auch wieder der sogenannte hohe Skalar. Absoluter Weich- und Schwarzwasserfisch. Sehr niedrige pH-Werte, sehr weiches Wasser. Und bei denen solltet ihr auch nicht zu krass von abweichen. Also die Neons ist wirklich so. Die nehmen das übel. Die nehmen euch das übel. Und an dieser Stelle muss man aber auch nochmal ganz deutlich sagen, so alt wie die Fische im Aquarium üblicherweise werden, so alt werden die in der Natur niemals. Also wenn ein Neon zwei Saisonen überlebt, dann ist es ein alter Greis. Und wenn der im Aquarium, und der schafft da bis zu 8, 9, 10 Jahre. Es gibt verrückte Geschichten von Kunden, die dann immer noch ein übrig haben, immer noch einen zusetzen und dieser eine aber wirklich Methusalem alles überlebt. Ja, genau. Ja, die können wirklich steinalt werden und lasst euch da nicht beirren, irgendwann werden die auch mal krumm und bucklig. Wie wir Menschen halt auch. Ne? Und bei denen ist es eben einfach so, die sind wirklich daran angepasst. Und wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt, dann nehmt ihr einfach diesen Fisch. Und das kann man eben wirklich schon ganz deutlich sagen. Bei dem ist es so, der wird sogar empfohlen mit niedrigeren Temperaturen, also selbst 22, 23 Grad bis 25, absolut gar kein Problem. Und der muss nicht zu sauer und weich gehalten werden. Der Fisch kommt von Natur aus eigentlich in Gewässern vor, in einem Fluss vor, der nicht so sauer und so weich ist. Und deswegen, und vor allen Dingen auch nicht so warm. Und nicht so warm, ganz genau. Im Hans Frey
Buch, das ist ein Autor. Schon ab 1953 gibt es da Bücher, also ich glaube, ich habe eins von 1953. Der hat die Fische damals noch in kalt, mäßig warm und Warmwasserfische eingeteilt. Mhm. Und das war ein Fisch, den er unter mäßig warm ab 18 Grad einteiliert hat. Ab 18 sogar. Genau. Okay. Aber würde ich jetzt nicht gehen, ich sage mal, wie gesagt, das ist sehr alte Lektüre. Ja. Ich denke so ab 21, da ist man gut unterwegs. 21, 22 Grad, perfekter Fisch und auch nicht minder schön. Er wird nicht so riesig wie der normale Neon. Und der wird wirklich groß. Ich habe vorne welche im Schaubecken schwimmen. Aber wenn ihr diese Bedingungen erfüllen könnt, dann haltet den. Und wenn nicht, wenn ihr mittelhartes Wasser habt, nehmt halt den. Und ihr habt mehr Freude daran. Daneben haben wir gleich noch ein Beispiel. Das ist der Blutsammler oder Serpa-Sammler. Das ist nämlich auch so ein Beispiel. Blutsammler. Sammler, genau. Der sammelt. Sammelt Blut. Sammler. Und hatte ich das eben schon angedeutet oder war das im Take vorher, der Shoutout zu dem Kanal? Ich glaub, hast du im Take? Nee, das war vorher der. Ja. Dann sage ich es jetzt nochmal. Ihr wisst, wir machen alles Freestyle, da kann man mal was vergessen. Also wenn ich es jetzt zum zweiten Mal sage, seht es mir nach oder ist ein netter Reminder. Es gibt einen schönen Kanal auf YouTube, der nennt sich Biotopia. Das ist dieser Thai Streetman. Das ist, er war auch schon im Interview mit George Farmer. Das ist ein Biologe und ein Fischverhaltensforscher, und der hat eben sehr viel Zeit im Pantanal in Südamerika verbracht. Und ganz bekannt, das Pantanal. Genau, das ist ein riesengroßes Überschwemmungsgebiet. Und es ist auch klar, und da wachsen auch Pflanzen unter Wasser. Das sieht man immer wirklich tolle Bilder. Genau. Und der hat dort viele, viele Aufnahmen gestartet, und ihr könnt mal schauen, wir verlinken euch das auch nochmal, Biotopia heißt der Kanal. Sehr, sehr interessant, auch für mich immer wieder interessant zu sehen. Einmal natürlich Optik, wie sieht es da aus, wo die Fische herkommen, und welche Fische kommen wo vor? Und er hat dann unter anderem auch im Pantanal ein Karstgewässer gefilmt, also ein Fluss mit einem eher härteren Wasser. Und da ist es interessant, auch diese Blutsammler kommen in diesem härteren Wasser vor, kommen aber auch in weicherem Wasser vor. Also auch in der Natur sind manche Fische einfach sehr anpassungsfähig. Ansonsten haben wir jetzt hier schwimmen noch einen typischen Vertreter des weichen Wassers. Das ist der Phantomsammler. Den gibt es in drei Farben oder drei Arten, der schwarze, der rote und der gelbe. Wir haben jetzt hier die roten schwimmen und ein schwarzer ist noch dazwischen, ein Weibchen. Ja. Das ist auch so ein Fisch, den sollte man wirklich, damit er auch schöne Farben zeigt, in einem weichen Wasser halten. Nun haben wir hier aber auch noch ein paar andere Fische schwimmen, bei denen man wirklich sagen muss, das sind ja auch über Generationen eigentlich in aller Regel immer wieder Nachzuchten, bei denen genau das zutrifft, was du jetzt eben schon erwähnt hast, dass man eben die Evolution hier etwas abkürzen kann. Bestimmte Fische, wenn sich keine Probleme bilden, einfach über ein paar Generationen ein immer etwas abweichende Bedingungen gewöhnt, und irgendwann haben die damit gar kein Problem. Und so ein absolut unzerstörbares Urgestein haben wir nämlich hier schwimmen. Das ist der Trauermantelsammler. Ja, seit 40, 45 Jahren auch einfach gezüchtet. Ja. In der Natur auch eher extreme Bedingungen. Und jetzt ein Fisch, der sich sogar im mittelharten Wasser besser züchten lässt als im Weichen. Und zum Teil selbst vermehrt. Ja. Fun Fact dazu, es gibt nicht nur den Trauermantel, sondern auch den Hochzeitsammler. Der ist komplett weiß, aber ist kein Albino, also der hat keine roten Augen. Mhm. Fand ich auch immer ganz lustig. Ist ein schöner Fisch, habe ich jetzt schon ewig nicht mehr da gehabt. Ansonsten noch so ein paar klassische Vertreter. Das ist mein Liebling. Ich liebe ihn auch. Der zieht demnächst in eins meiner Schaubecken. Ja, in das XXL-Projekt in Erfurt darf der natürlich auch nicht fehlen. Brillantsammler. Ja, brillant ist dieser Fisch. Genau, brillant und eigentlich eine graue Maus im Zoohandel, wenn er klein ist, wenn er größer ist. Man sieht es auch im Zoofachhandel immer schlecht von der Beleuchtung her. Aber eigentlich bräuchte man eine Taschenlampe und dunkel machen und dann sieht man das wirklich richtig krass. Oder eine Kessi. Ja, eine Kessi. Haben wir ja dann auch im XCL-Projekt. Aber deine sind schon wirklich schön in Farbe. Und ich stehe auf alle Fische, die diese Glitzerflossen dazwischen haben. Ja. Auch mit Dakas, diese Lahme. Das ist absolut mein Ding. Und es ist auch keine Zuchtform, der sieht so aus. Ja. In der Natur übrigens fast ausgestorben. Ich würde aber nicht durch den Handel. Nicht durch den Handel, bei Weitem nicht, sondern Schwund des Biotops, sagen wir mal. Zum Thema Sammler würde ich jetzt so viel mehr gar nicht sagen. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele. Generell, wenn ihr euch für die Haltung der Fische interessiert, ihr könnt mal bei MyFish schauen oder auch auf anderen einschlägigen Seiten oder ihr guckt euch zum Beispiel Biotopaufnahmen an. Ich mache das immer so, ich google dann den lateinischen Namen oder den englischen Namen des Fisches und schreibe dann Habitat dahinter oder Biotop, und dann findet man bei YouTube auch schon sehr, sehr viele Aufnahmen. Und wenn man ein bisschen findig ist und wenn man sich auch ein bisschen auskennt und auch ein Gefühl dafür hat, wie Wasser funktioniert und wie halt Zusammenhänge sind, kann man dann schon viel rauslesen anhand der Vergesellschaftung, also der anderen Fische, die da vorkommen,
der Gestaltung, der Steine, der Wurzeln, der Pflanzen, die da vorkommen. Dann kann man schon mal schauen oder sieht eben in den Kommentaren auch ein paar Beispiele und ein paar Daten, wie es da aussieht und wo die Fische herkommen. Aber wir haben natürlich auch viele, viele empirische Daten, die man im Internet kostenlos findet. Also es gibt keine Entschuldigung und keine Ausrede mehr zu sagen, ja, ich habe den Fisch falsch gehalten und ich wusste nicht, warum und wie und überhaupt. Ihr findet bei den gängigen Fischen eigentlich eine ganze, ganze Menge Infos. Und ich würde sagen, wir verlassen jetzt mal den neuweltlichen, die neue Welt, den neuweltlichen Kontinent Südamerika und Amerika. Und wir werden uns jetzt mal, wo bewegt man uns jetzt hin? Asien. Asien, genau. Oder hast du noch? Nee, ich komm, hab, wir gehen so ein bisschen, wie fliegt man? Ja gut, da würde man jetzt mal Asien fliegen, wegen der Zeit. Nee, wir gehen nach Afrika. Gehen wir nach Afrika? In Afrika habe ich jetzt nicht ganz so viel Schwimmer mit. Ein Extrem hast du da. Ja. Und den würde ich gerne noch mitnehmen. Das machen wir. Also wir sehen uns jetzt in Afrika. Vor diesem Block standen wir zwar gerade eben schon mal, als wir noch in Südamerika waren, aber jetzt geht es um die afrikanischen Fische bzw. Cichliden. Und du hast ja gerade schon gesagt, ein Extrembeispiel habe ich da. Dann habe ich aber hier sehr, sehr viele Malawi-Buntbarsche da. Aber um die geht es ja gar nicht. Das ist kein Extrembeispiel. Und das ist nämlich ein Irrglaube, der sich in der Aquaristik immer noch irgendwie sehr festhält, dass Malawi und Tanganyika im harten Wasser vorkommen. Jetzt erstmal ein ganz, ganz grober Unterschied. Also es gibt ja in Ostafrika, Afrika ist ein riesengroßer Kontinent, gibt es ja diese drei großen Grabenbruchseen. Viktoriasee, Tanganyikasee und Malawisee. Wo die genau sind, sagt euch Google innerhalb von einer Minute. Es ist so, dass, wie gesagt, Afrika ist groß. Man kann das einfach nicht verallgemeinern. Es gibt auch in Afrika unwahrscheinlich saures, weiches Wasser mit extremen Werten, gerade in West- und Zentralafrika. Und deswegen darf man das nicht verallgemeinern und vor allen Dingen auch nicht durcheinander schmeißen. Das liegt auch wieder daran, jeder denkt bei Afrika immer nur Wüste. Aber die Regenwälder der Erde sind eigentlich immer in Äquatornähe. Ja. Da hat man die tropischen Temperaturen. Mhm. Und auch in Afrika gibt es natürlich viele Regenwaldflächen noch. Und auch da kommen natürlich wieder extrem Weichwasserfische vor. Ja, und eine typische Pflanze, die immer wieder ins Malawi-Becken gesteckt wird, ist Anubias oder sind Anubien. Ja. Und die kommen überhaupt nicht dort vor. Das ist ein Riesenunterschied. Das wäre genau wie wenn ich sagen würde, okay, irgendeine Pflanze, die in den Alpen vorkommt, die kann man jetzt in den Sandboden am Wattenmeer pflanzen, weil ist ja irgendwo Deutschland. Ja. Kann man nicht vergleichen. Also es ist schon so, dass in Westafrika und in Zentralafrika zum Teil genau dieselben extremen Weichwasserbedingungen vorkommen und da halt verbreitet sind, wie zum Beispiel auch in den Tropen in Südostasien, genau wie in Südamerika. Der Tropengürtel zieht sich ja um die Erde. Und eine Anubias zum Beispiel, die liebt weiches, saures Wasser. Die liebt einfach ganz, ganz andere Bedingungen. Natürlich hält die eine Weile Malawi-Becken, aber das gefällt ihr da nicht. Und deswegen ist es so, man sollte die Fische dann auch entsprechend halten. Und wenn ihr eben in Malawi eigentlich oder ohne Pflanzen. Ja, genau. Malawi oder Tanganyika-Becken ist dann halt ein Geröllhaufen, ja, ein riesengroßer Steinhaufen unter Wasser. So sieht das aus. Und da wir uns die Werte auch nicht immer alle aus dem Kopf merken und hier jetzt runterrattern können, cheaten wir jetzt mal ein bisschen. Du hast hinter der Kamera gerade die Werte aufgerufen. Genau. Erzähl doch mal unseren Zuschauern, was wir eigentlich im Malawisee für eine Wasserhärte und für einen pH-Wert haben. Genau, die Wasserhärte ist 4 bis 6 Grad deutsche Gesamthärte. Ja. Und der pH-Wert liegt bei 7,8 und 8,3. Also und das verwechseln viele. Das ist eigentlich eher ein weicherer See, aber hat einen hohen pH-Wert. Und das, viele sagen ja immer, hartes, weiches Wasser, verwechseln das immer mit pH-Wert, sauer und alkalisch. Ja. Und alkalisch ist nämlich das Stichwort. Ne? Und das ist ja das genau Alkaligestein sorgt für den hohen pH-Wert. Und es ist viel wichtiger, den Fisch in höheren pH-Werten zu halten. Die Wasserhärte ist da primär gar nicht so wichtig. Die kann sogar mal bis 15 Grad Deutschhärte hochgehen. Im Endeffekt ja genau wie diese Malili-Seen in Sulawesi. Da ist es ja auch so. Das Wasser ist sehr weich. Wasser, gell? Genau, ganz abgefahrenes Wasser. 30 Grad Temperatur, weiches Wasser mit einem pH-Wert um die 8 und höher. Das war der Malawisee und wir wollen jetzt auch gar nichts über die Malawi-Sichliden erzählen. Kein hartes Wasser. Wir reden hier über hartes Wasser, nicht hohe pH-Werte. Aber die sind alle sehr gut haltbar im mittelharten Wasser. Ja, natürlich. Super. Das ist allgemein eigentlich bekannt, aber was halt nicht bekannt ist, dass das Wasser im See selbst, das sind ja alles Nachzuchten, keine Wildfänge, im See selbst gar nicht so extrem ist. Und wenn ihr jetzt ganz groß schon die Hände in die Luft hebt und sagt, Malawi, Malawi, macht Malawi-Content, da haben wir was ganz Interessantes für euch vorbereitet. Das wird aber noch einige Wochen dauern. Genau. Der Tanganyika-See, das ist wirklich... Den hat keiner auf dem Schirm. Den hat keiner auf dem Schirm. Was ich, da muss ich mal eine Lanze brechen, das sind geniale Fische.
Da besetzen Nischen, das ist wie im Meer. Es gibt Heringsbuntbarsche, die wirklich in der Freiwasserzone durch einen der tiefsten Seen der Erde schwimmt. Es gibt welche, die an Steilklippen leben. Es gibt welche, die in der Uferzone leben. Also da hat sich einfach, weil das eine meerähnliche Bedingung sind, auch diese Nischen wieder gefüllt. Und da gibt es ganz viele verrückte Raubfische und ganz viele tolle Fische. Jetzt muss ich mal so meinen Senf dazugeben. Malawisee hat die geilen Farben. Ja, genau. Tanganyikasee die skurrilen Formen. Genau. Und das ist wirklich so. Genau. Man sagt doch, dass, es gibt so einen Spruch, Malawisee, das Aquarium Gottes. Ich glaube, das wird da so auch so genannt. Eine Doku. Genau. Genau. Und weil das halt einfach bunt ist und der Tanganyikasee, der hat so verrückte Räuber. Und, ja. Also das ist ganz abgefahrene Formen und skurrile Fischer. Tanganyika ist auch genau wie Malawi jetzt gar nicht mehr auf diesem oder hat nicht mehr diesen Stellenwert wie zum Beispiel 70er und auch 90er Jahre. Deswegen sage ich leider. Ja, sind coole Fischer, aber wir sind halt auch Geschäftsleute. Wir müssen auch sagen, im Geschäft müssen wir Fische verkaufen und anbieten, die einfach gängig sind. Und wenn diese Fische nicht mehr diese Resonanz bei den Kunden haben, Fische haben relativ hohe Resonanz noch, das muss man einfach sagen. Der Markt hat sich verlagert. Ähnlich wie in der Terroristik. Ja. Jeder hat dann gezüchtet und weil er seine Fische nicht losgekriegt hat, wurden die Preise verfallen. Mhm. Online-Geschäfte und Börsengeschäfte sind da ganz weit oben gewesen. Und auf einmal kamen wir natürlich trotzdem mit unseren durchgehärteten Großhändlerfischen, die immer noch ihre Preise wie vorher hatten. Ja. Und die Leute haben es dann nicht mehr eingesehen, bei uns die Preise zu zahlen, weil der Markt überschwemmt war. Und deswegen ist das im Zufachhandel tot, aber nicht im Hobby. Das nicht im Hobby behaupten. Und es hat sich sehr verlagert, wie du schon gesagt hast, in der Terroristik. Das sind meistens solche extremen Spezies, die halt dann nur das machen. Und wie gesagt, wir wollen jetzt nicht weiter cheaten, aber es wird demnächst etwas sehr, sehr Interessantes für euch geben in dieser Richtung. Aber dazu sagen wir jetzt nicht mehr. Okay. Ich habe sogar zwei Beispiele. Der gelbe Schlanksichlieder. Genau. Lidochromis leloipi. Und daneben haben wir noch einen Schneckenbuntbarsch. Schönen Gruß an den Duke von Dukes Aquaristik-Experimente. Der hat letztens eigentlich alle mitgenommen, aber irgendwie haben wir den einen übersehen. Da musst du wohl nochmal kommen. Ja, da musst du wohl nochmal kommen. Der Buddy muss irgendwie, muss zu seinen Buddies. Der braucht seine Kumpels, genau. Was auch ganz bekanntes Beispiel ist, der auch immer noch regelmäßig gehalten wird, ist die Prinzessin von Burundi. Ja, die aber gar kein prinzessinhaftes Verhalten an den Tag legt. Nee. Das ist nämlich ein böser Zerstörer. Ja. Ganz kurz dazu, also diejenigen, die von euch sich auskennen, die da einen Blick dafür haben, die werden sofort erkannt haben. Hier haben wir aber einen, der da nicht reingehört. In Ermangelung des Platzes musste ich jetzt mal... ganz kurz mal filmen. Die zwei hier, die haben gerade schön sich gegenseitig... Auseinandersetzung, Maulkampf. Cool. Ich habe noch die afrikanischen Schmetterlingsbuntbarsche hier mit drin schwimmen. Das ist aber nur vorübergehend, weil ich da letztens das passende Becken nicht frei hatte. Ist das der Schneckenfresser? Der frisst Schnecken, genau. Die kommen hier ganz gut klar, aber passen eigentlich nicht zusammen, werden aber demnächst getrennt. Ja, Tanganyikasee hat ganz andere Wasserwerte, denn da ist es extrem. Und jetzt muss ich dich nochmal bitten. Also das ist ein sehr hartes Wasser. Ja. Also 7 bis 11, deutsche Gesamthärte. Ja. Und jetzt kommt Carbonathärte 16 bis 19. Und das ist der Grund, warum man immer nochmal gucken muss, damit man nichts auseinanderbringt. Genau. Und hier ist der pH-Wert bei 8,6 bis 9,5. Wahnsinn. Und das ist wirklich... schon super alkalisches Wasser. Ja. Warum ist die KH höher? Am Grund des Tanganyikasees gibt es sogenannte Natronquellen. Und mit Natron kann man halt eben auch die Carbonathärte erhöhen. Also in diesen KH-Plus-Präparaten, die es für das Aquarium gibt, ist kein Calcium- oder Magnesiumcarbonat drin, denn das kriegt man nicht einfach gelöst ohne CO2, sondern Natriumcarbonat, also Natron. Und das gibt es in der Natur auch. Und das ist der Grund, warum im Tanganyikasee die KH höher ist als die GH. Was absolut nicht intuitiv klingt, aber es ist so. Die KH kann auch höher sein als die GH, wenn man das getrennt voneinander misst. Genau, wenn man das klassische Aquaristikbuch liest oder die Aquarienfibel, da steht immer, die KH macht ungefähr 80% der GH aus. Das ist ein natürliches Verhältnis oder so oft kommt es aus dem Wasser, Leitungswässern. Muss so. Aber nicht sein. Muss nicht sein, aber es gibt natürlich auch in der Natur immer wieder Ausnahmen. Ja. Ich habe zum Beispiel in meinen Pflanzenbecken nur GH und keine KH, also kann man auch machen. Genau. Haben wir ja schon Videos dazu gemacht. Ich würde sagen, wir belassen das mal bei diesen kurzen Infos. Wir verlassen jetzt auch den afrikanischen Content und bewegen uns jetzt mal zum letzten Teil unserer Etappe. Wir gehen jetzt dahin, wo es das gute Essen gibt. Jetzt geht es nach Asien und da haben wir zwei Sachen für euch, die wir euch da mal zeigen wollen. Also zwei unterschiedliche Gebiete.